Ja, Nachhaltigkeit hat bei Simrejack schon eine sehr lange Bedeutung. Wir haben schon relativ früh angefangen, 2008, mit einzelnen Projekten im Corporate Social Responsibility Bereich und haben dann relativ schnell bemerkt, dass wir mit einzelnen Projekten nicht weit kommen. Wir wollen eine Strategie daraus machen und haben angefangen, unsere CSR-Strategie zu implementieren. Und für uns ist ganz klar, wir sind auf eine nachhaltige Unternehmenspolitik ausgerichtet. An dem führt kein Weg vorbei. Wir sind seit 2011 extern auditiert. Wir berichten ganz nachhaltig über unsere Ziele, die wir setzen, welche Maßnahmen leiten sich daraus ab und welche Ergebnisse bringen wir daraus. Und mir als Unternehmerin ist es total wichtig, dass wir den Nutzen erklären können, wie wir mit unseren sozialen und ökologischen Zielen auch wirtschaftlich erfolgreich sein können und dürfen. Und es macht uns große Freude und wir wollen möglichst viele mit ins Boot holen. Wir erbringen ja Servicedienstleistungen bei unseren Kundinnen. Nachhaltigkeit steht da natürlich im Fokus. Wir arbeiten entlang der Wertschöpfungskette, implementieren wir die SDG-Ziele und richten uns da nach dem SDG-Kompass und auch nach den GRI-Standards, ja, und messen das in regelmäßigen Abständen und schauen, dass wir auch bei unseren Kunden die Nachhaltigkeitsbilanz positiv beeinflussen. Und so wie wir eine normale Bilanz legen, so legen wir die Umwelt- und Sozialbilanz und orientieren uns alle danach. Und das hat maßgebliche Bedeutung in unserem Kerngeschäft. Naja, es beginnt schon einmal, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Das hört sich alles einfach an, aber man muss das gut kommunizieren können. Und das müssen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch verstehen, warum machen wir das überhaupt? Ja, wir haben ja alle genug zu tun in unserem ganz normalen Tagesgeschäft und jetzt auch noch nachhaltige Zielausrichtung. Je mehr man sich damit aber beschäftigt und die SDGs helfen ganz maßgeblich dabei, einzelne Ziele herauszunehmen und zu schauen, wie sind die in meinem Kerngeschäft? Welche Bedeutung haben die im Kerngeschäft? Bei uns war es zum Beispiel wir beschäftigen 8000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Viele haben einen Migrationshintergrund und für uns war hochwertige Bildung eines der SDGs, nämlich Nummer 4, ein ganz ein wesentliches Thema. Und wir haben das Thema Sprachförderung. Wie bringen wir die Sprache zu unseren Mitarbeitern mit Migrationshintergrund? Es sind alle sehr zufrieden und glücklich damit. Und damit das auch jeder leichter versteht, habe ich ich trage es heute, die Simrejack SDG-Nadel entwickelt. Es gibt ja die herkömmliche, die man bekommt. Und wir haben die also auf Simrejack vor allem für die Damen auch kreiert und für die weiblichen Führungskräfte. Und jeder sieht, also ich trage sie auch tagtäglich. Und dann sagen wir, was ist uns heute wichtig? Und uns ist Nachhaltigkeit wichtig. Und wir werden jeden Tag erinnert am Herzen, dass wir das verinnerlichen. Ja, ganz, ganz viele. Wir arbeiten an einem 360-Grad-Nachhaltigkeitskonzept, weil nur gemeinsam können wir viel erreichen. Ganz stark nicht nur unsere eigene Unternehmung daran eingebunden. Ganz klar, wir beschäftigen uns mit uns selber und darin, dass wir unsere Reinigungsmittel, Betriebsmittel in den verschiedenen Sparten reduzieren, CO2-Emissionen reduzieren, soziale, ökologische Ziele umsetzen. Aber das Wichtigste ist für mich die Collaboration und die Collective Action mit unseren Kunden vor Ort, wie wir deren Nachhaltigkeitsbilanz positiv auch mit beeinflussen dürfen. Und an dem arbeiten wir gerade. Naja, ich denke, im Bereich der Nachhaltigkeit ist es ganz, ganz wichtig. Es basiert alles auf Freiwilligkeit und Selbstbestimmung. Also ich glaube, staatliche Regulatorien sind in dem Zusammenhang sehr, sehr schwierig. Es braucht positive Anreizsysteme für Unternehmen, dass sie auch mehr machen. Aber wenn ich es mir wünschen dürfte, obwohl alles auf Freiwilligkeit basieren soll, sollte es in den Beschaffungskriterien bei öffentlichen Ausschreibungen sollte die Nachhaltigkeit einen wesentlichen Aspekt bekommen und Unternehmen sollten da einen Anreiz haben, möglichst viel erfüllen zu können. Dann würde sich das auch auf die Privatwirtschaft schneller auswirken. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre das ein Kriterienkatalog in der Beschaffung beim öffentlichen Auftraggeber als Vorreiter für die Privatwirtschaft.
ist wichtig und hat große Bedeutung. Das ist ein Thema, was uns alle bewegt und da müssen wir positiv entgegenwirken. Gemeinsam an einer positiven Zukunft arbeiten. Wir sollten uns überlegen, was und wie wir konsumieren. Gemeinsam in eine zufriedene Zukunft zu gehen und in eine erfolgreiche.